Und das war die Geschichte. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Da hinten steht einfach ein Teppich, aufgerollt. Warum? Leute, nein! Der Hund ist natürlich gestorben. Wir reagieren heute auf weihnachtliche Sims 4 Filme. Der erste Film ist von Plumber Pictures und heißt Tragische Weihnachten. Wir haben 1892 und wir sind in Paris. Okay, es sieht alles schon sehr oh Gott. Das fängt schon gut an. Das Ambiente stimmt, das wollte ich sagen. Wir haben hier drei Sims. Einer von den Sims friert. Oh Gott, ich glaube, das ist ein Kind. Leute, mein Herz. Oh nee. Die anderen sind reich, können sich alles leisten, was sie wollen. Aber dieser Sim hier ist arm, krank und er friert. Oh Gott, mein Herz. Jetzt sind wir bei einer Bäckerstube. Ich bin mir so sicher, dass er gleich was klauen wird, oder? Ja, definitiv. Und natürlich wird er ertappt. Oh no. Ertappt und verscheucht. Oh mein Gott, wie der Mann ihn einfach geschubst hat. Wie unschuldig ich gerade tue, als hätte ich das noch nie mit meinen Kindern gemacht. Ich glaube, es hackt. Sie schubst halt einfach im ernsten Kinn. Und da geht der Sim wieder ganz traurig und einsam. Sieht, wie andere Leute Weihnachten feiern mit ihrer Familie. Und er oder sie ist ganz alleine und einsam. Er ist jetzt auf diese Frau zugegangen und auch sie schubst ihn wieder. Was sind denn das für Leute in dem Dorf? Ja gut, 1872 war es, glaube ich. Da waren die Menschen halt noch nicht so nett. Und jetzt schläft er. Erstens, Sensi. Oh mein Gott, ich freue mich. Aber zweitens, ich wollte gerade sagen, er schläft jetzt auf einer Parkbank. Aber offensichtlich ist er gerade gestorben. Das ist ja wirklich eine tragische Weihnachtsgeschichte. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Und das war die Geschichte. Das war die Geschichte? Oh mein Gott. Ich dachte, da kommt noch ein Happy End oder so. Ich meine, das war super gut gemacht. Ich habe die Emotionen gefühlt unglaublich. Aber das hat mich jetzt echt mitgenommen. Ich hoffe, die nächste Geschichte ist nicht so dramatisch. Die nächste Geschichte ist von Simcredible und heißt A Christmas Story. Das steht schon mal nicht tragisch im Titel, das ist gut. Wir sind aber wieder in der Vergangenheit und zwar in 1995. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Die Familie ist zu Hause, macht was zu essen, feiert offensichtlich wunderschön Weihnachten. Wow, das waren echt viele Geschenke. Und wir haben sogar einen Hund. Leute, ich glaube, es geht jetzt aufwärts mit der Stimmung hier. Wir bauen auch einen Weihnachtsbaum. Wir bauen einen Schneemann. Den Schneemann und machen einen Schneeengel. Oh, wie süß. Der Hund, der bringt gerade meine Stimmung wieder nach oben. Definitiv. Wehe, da kommt jetzt noch was Dramatisches. Doggo, bitte renn jetzt nicht von zu Hause weg. Nee, okay, wir gehen wieder nach Hause. Zu Hause wird Klavier gespielt. Aber vor der Tür lungert halt wirklich irgendjemand rum. Und ein Kleinkind ist auch noch da? Was passiert gerade? Wird dieses Kleinkind jetzt vor der Tür abgestellt? Ich bin mir so sicher. Oh no. Ja, jetzt klopfen sie an der Tür und jetzt wird nur noch dieses Kleinkind vor der Tür stehen. Oh nein, wie er hinter der Hausmauer weint. Ich dachte schon, okay, vielleicht wird das jetzt was Gefährliches, aber nee, es ist natürlich wieder ultra dramatisch. Der Papa konnte sich nicht um das Kind kümmern. Oder wie auch immer das Familienverhältnis ist, konnte sich auf jeden Fall nicht um das Kind kümmern. Und jetzt ist das Kind halt Teil von dieser Familie. Sie nehmen das Kind auf jeden Fall super gerne auf. Und es hat auch schon Spaß mit der Tochter. Ja, ganz normale Story. Jemand klopft an der Tür, legt sein Kind ab und man nimmt es halt einfach an. Ich würde halt direkt die Polizei rufen, aber gut. Und ich glaube, der Papa oder Bruder oder was auch immer bereut es jetzt schon. Aber Hauptsache, dem Kleinkind geht es gut. Und jetzt ist endlich Weihnachten. Oh, aber wir sind jetzt nicht mehr in 1995. Jetzt müsste es schon viel später sein. Unser Kleinkind ist jetzt nämlich ein Teenager. Bekommen wir jetzt ein Happy End? Wird der Vater seine Tochter wiedersehen? Ich sage, gibt's ein Happy End? Leute, nein! Der Hund ist natürlich gestorben. Ich sage, wir haben einige Jahre später. Ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Muss das denn sein? Schon wieder stirbt jemand in dieser Weihnachtsgeschichte. No! Ich hoffe, die Geschichte wird jetzt noch positiv enden. Unser Kleinkind, die jetzt ein Teenager ist, hat ein Geschenk bekommen, kann offensichtlich mittlerweile Klavier spielen und trifft vielleicht ihren Vater wieder. Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, der Papa ist auf jeden Fall super traurig. Hat sie natürlich nicht vergessen. Und er schläft jetzt wo genau? In seinem eigenen Haus. Und denen ist jetzt direkt klar, dass das der Papa ist. Das war's? Ist ein bisschen seltsam, wenn ihr mich fragt, storytechnisch. Aber es hatte mich schon irgendwie. Auf jeden Fall wieder super dramatisch. Und die nächste Geschichte ist von Good Chill Studio. Ein Kanal, der wirklich unfassbar gute Sims-Geschichten macht. Deswegen, ich bin gespannt. Als er mich verließ. Wir sind an einem Flughafen und zwei Sims verabschieden sich gerade voneinander. Hier ist auch schon wieder das Ambiente so unglaublich schön. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Seht euch diese Shots an. Oh mein Gott. Es ist einfach viel zu gut
gut gemacht. Die beiden sind offensichtlich verliebt und werden sich jetzt voneinander verabschieden. Ich glaube, er muss gehen. Es sieht so aus, als wäre er ein Pilot. Kann das sein? Wir verabschieden uns jetzt auf jeden Fall von unserem Piloten und haben auch schon den nächsten Tag. Oder einige Tage später, es wurde uns nichts bekannt gegeben. Der Sim ist auf dem Weg. Es schneit. Ich spüre die Kälte bis hierher und unser Sim ist unfassbar traurig. Es ist auf jeden Fall schon wieder Weihnachten. Natürlich, wie sollte es anders sein? Alles ist weihnachtlich dekoriert und man spürt so richtig die Festtagsstimmung. Und der Sim schreibt gerade mit ihrem Freund, schätze ich mal. Da hinten steht einfach ein Teppich, aufgerollt. Warum? Wären wir jetzt im Spuktober, würden mir die wildesten Sachen einfallen. Aber nee, wir sind hier bei einer wunderschönen Weihnachtsgeschichte und haben auch hier wieder ein Haustier. Und unsere Hauptcharakterin heißt Emma. Emma, da liegt ein Geschenk für dich unterm Baum. Hast du das noch nicht gesehen? Ach Gott, wie süß. Da hängt aber auf jeden Fall mal ein Bild von ihr und ihrem Freund. Oh Gott, Leute, diese Geschichten machen mich alle ultra traurig. Sie liegt jetzt im Bett alleine, kuschelt mit ihrem Kuscheltier und will wahrscheinlich einfach nur zu ihrem Freund. Ich kann das so nachvollziehen. Sie hat jetzt auch noch so Flashbacks von den Momenten, die sie gemeinsam hatten. Ich hoffe, auch die Geschichte wird nicht mit einem Drama enden. Das Drama ist jetzt nämlich schon mehr als groß genug. Ah, oh, die beiden Süßis. Oh Gott, ich heul gleich. Ihr seid sicher bald wieder vereint, hoffe ich zumindest. Okay, warum ist es jetzt so unheimlich geworden? Das Licht und alles ist dunkel. Der Hund fängt an zu bellen. Was ist los? Leute, ich sag's euch, mein Gehirn geht immer gleich in. Jetzt wird es unheimlich. Jetzt kommt das Drama. Ich liebe Spooktober und alles, was spooky ist, einfach viel zu sehr. Aber ich bin mir sicher, dass ihr Freund einfach nur da ist. Oh nee, der Hund musste einfach nur aufs Klo. Alles klar. Schade, ich dachte schon. Im Fernsehen wird, glaube ich, aber gerade verkündet, dass es einen Schneesturm gibt. Finde ich ganz toll, dass die Person hinter ihr aber mit kaum Kleidung rumläuft. Wartet mal. Hä? Die Frau im Fernsehen hat gerade erzählt, dass es einen Schneesturm gab. Glaube ich zumindest. Ich habe ein echt gutes Englisch, aber das war irgendwie so unverständlich. Oh je, und wir sind jetzt andere glückliche Pärchen. Ja, aber okay. Du kannst auch alleine glücklich sein. Also ich verstehe es natürlich, dass man die Liebsten bei sich haben will. Vor allem jetzt ist, glaube ich, auch Weihnachten und er ist noch nicht da. Wow, war die Tür gerade laut. Oh wow, und sie merkt erst jetzt, dass da ein Geschenk für sie unterm Baum liegt. Und sie ist doch nicht alleine. Der Pilotenfreund ist wieder da. Da haben wir jetzt unser Happy End. Ich wollte gerade sagen, er schläft jetzt auf einer Parkbank, aber offensichtlich ist er gerade gestorben.